Hallo Leute, wir sind weiterhin unterwegs hier im Kraftwerk, wo uns der Typ hier im Weg steht, dieser Sack da. Und da will der nächste Typ kämpfen, kein Problem. Shit, und ich hätte vielleicht noch Blasio heilen sollen. Das habe ich jetzt natürlich komplett vergessen. Schade, naja. Zurokex. Schon wieder. Blasio, ich denke, das solltest du noch hinkriegen, oder? Ich denke schon. Nicht zu riskant spielen, sollte ich mir merken. Nicht zu riskant spielen. Durchbruch. Gefährlich. Ja, wir haben schon viel zu viele Pokémon. Viel zu viele gute Pokémon sogar. Verloren, ja. Es war ein Problem. Ich möchte jetzt keine alten Wunden von mir aufreißen lassen, aber es war halt echt ein Problem. Ist immer noch eines. Oh, und noch ein Golbat. Du solltest eigentlich nicht allzu viel gegen Blasio ausrichten können. Aber anschließend braucht er wirklich eine Pause. Ah! Mach keine Volltreffer, du Scheißvieh! So. Runter mit dir. Es war knapp, als dass ich es gerne gesehen hätte. 35. Und niemand anderes, nö. Du bist das Chaos in Person und ich nur ein armer Code. Nenn mich Chaos. Chaos Legions. So. Wir heilen natürlich unser Blasio. Nicht zu knapp. Aber bald muss ich ein bisschen drauf aufpassen, weil seine AP zur Neige geht. Das ist ein Problem. Da ist der Nächste. Coole Sonnenbrille, gelle? Nein, nein, das ist ja Pech gehabt. Die bleibt schön bei mir. Ich will die nicht haben. Hast du dich mal im Spiegel betrachtet? Die will ich nicht haben. Sieht scheiße aus. Warum habt ihr eigentlich alle Golbats? Lass mich raten. Anschließend hast du noch einen Zurokex oder so. Ich lehne mich mit dieser Behauptung vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich recht habe. Dich, Golbat. So, und komm, zeig's mir. Was ist dein nächstes Pokémon? Oh, Frosty. Schön. Komm schon, zeig's mir. Oh mein Gott, ich habe mich in dir getäuscht. Ich habe mich tatsächlich in dir getäuscht. Verzeih mir. Mann's. Ah, kein Crit, wenn ich's mal brauchen würde. Warum war das kein Crit, Blasio? Warum? Frag mich jetzt natürlich gerade, reicht der Body Slam aus? Natürlich tut er das. Das war sogar ein Crit! Cool! Über 1000 Erfahrungspunkte. Nehme ich gerne mit. Und dann können wir auch an dir voranschreiten und weißt du was? Ich höre dir gar nicht zu. Du bist unwichtig, verstehst du? Unwichtig. Ich find's cool. Passt auf. Hört ihr's? Die Schritte auf diesem metallischen Boden, das ist ziemlich cool gemacht. Nerv mich doch nicht! Flair, Flair, ein Sieg muss her! Wow, du bist ja eine kleine Künstlerin, ne? Du bist doch, ja, du bist weiblich, ja. Sieht man an gewissen, ich sag mal, Rundungen. Schluckweg. Ich mag Schluckweg. Es ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Pokémon auf der Welt, ja? Aber ich mag es wirklich. Mag es halt wirklich. Ja, schadet mich nicht ganz so gut. Body Slam machst du da, ja? Blasio, zeig dem Vieh mal, wie ein richtiger Body Slam aussieht, okay? Und zwar so. Ha, bam! Ja gut. Ja gut. Nicht unbedingt so gut, wie ich mir erhofft habe. Nein. Spezialverteidigung stark erhöht. Das ist ein Problem. Surfer wird jetzt nicht mehr so viel Damage machen. Kacke. Ja gut. Aber spätestens jetzt dürfte der Body Slam ausreichen. Weil es erhöht ja nur seine Spezialverteidigung, nicht seine normale. Und deswegen... Tschüss, Schluckweg!
Hab mich gefreut. Über 1100 Erfahrungspunkte. Flair! Was laberst du da für einen Quatsch eigentlich? Ihr seid doch alle irgendwie bescheuert. Wie geht's, Blazio? Noch gut, kein Thema. Und der nächste Typ. Oder Typin, ich weiß doch auch nicht. Worauf ich jetzt Lust hätte, den Pokémon-Team so richtig fertig zu machen. Okay, ich gebe dir diese Möglichkeit, ganz klar. Ich meine, versuche deine Träume zu realisieren. Oh, Leopada. Versuche deine Träume irgendwie zu realisieren. Ich gebe dir sogar die Möglichkeit dazu, ich meine, ich bin ja nicht so ein Unmensch. Kätzchen, das schneller ist als Plesio, das ist nicht so gut. Und dass die AP von Plesio langsam aber sicher zur Neige gehen, ist auch nicht gut, aber dieser Eistrahl, der war gut. Und nächstes Level up. Fantastisch. Spike, jawohl. Stinky, eben was noch. Ah, das wird mit den Leveln, Leute, das wird schon. Ich würde es begrüßen, wenn ich nie... Oh, noch ein Schluck weg. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich niemals offscreen leveln müsste, ja. Würde ich wirklich begrüßen. So, du giftiges Vieh. Pass auf und zieh dir meine Megakraft an. Und dann die Knochenhatz. Ich brauche unbedingt starke Attacken für meinen Blue. Das ist nicht gut, dass es keine starken Attacken drauf hat. Besonders keine Stahlattacke. Das muss sich ändern. Komm schon, viermal. Yes! Danke, Blue. Fantastisch. Fantastisch. Und, kein knappes Level-Up für Blue, aber macht gar nichts. Ja, ich find's gut, dass ich ein Mega-Pokémon dabei habe jetzt. Ansonsten wäre es nicht so optimal. Wir lassen Blazio noch kurz vorne. Nee, Mann, ihr seid alles Handlanger und irgendwann wird da so ein starker Boss-Typ auftreten. Dann sollte ich vielleicht schon ein bisschen Pokémon einsetzen, die AP haben. Oder ich könnte auch Blazio einen Äther geben oder so. Ah, nur noch einmal Surfer, noch einmal Eistrahl. Das ist nicht so viel. Das ist wirklich nicht so viel. Aber bisher... Für euch Noobs reicht es allemal. Blue 39, yay! Grins 38. Bodycheck. Nö, Grins ist in Ordnung, lass gut sein. Lass gut sein. Und die Überreste sind so fantastisch auf Plesio. Und noch ein Zurokex. Da wechseln wir doch gleich mal aus und zwar auf Spike. Jo, auf Spike. Kampf ist jetzt nicht so der optimale Typ gegen uns. Muss ich sagen. Okay, Spike, weißt du was? Wir machen keine halben Sachen. Sehr schön. Gut, gut, alles gut. Und Cleopatra, wir bleiben dabei. Wir bleiben bei Spike. Und nochmal Samenbombe. Reicht. Fantastisch. Fantastisch. Diese Niederlage macht mir nichts aus. Mein Stolz kann mir keiner nehmen. Auch den werde ich hier noch nehmen. Keine Sorge. So, wir sind bald einmal... wir sind bald einmal rum. Hier kommt die Mitte. Heißt, Plesio, du machst mal ein bisschen Pause und ich würde sagen, Blue kommt mal nach vorne. Man weiß ja nie, wann es sich lohnt, ein Mega-Pokémon dabei zu haben. Ja, wir sind einmal rum. Da vorne stehen zwei Typen. Hey, Leute! Wie lange noch, hä? Wenn es dir nur um die nackten Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass ihr bereits genug Energie zur Inbetriebnahme haben. Sehr gut. Dann lass uns hier rasch alles zusammenpacken. Wir haben schließlich noch genug anderes zu tun. Genug anderes? Gott, was sind das für Typen? Meinst du etwa, dass wir noch diesen rotzfrechen Trainer dort erledigen müssen?
Was für eine Überraschung. Ich war mir eigentlich sicher, dass ihr mit den Arbeitern alle Störenfriede aus dem Weg könnte. Nee, scheinbar nicht ganz. Was bist du für ein Typ? Siehst komisch aus, du Vorstand, du. Oh, du hast einen Hundemann. Oh, du hast einen Hundemann. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, ist das gar nicht gut. Nee, 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 nee. Wir riskieren gar nichts. Grinz, komm mal her. Möchte hier nichts riskieren. Nichts. Versteht ihr? Feuerzahn. Das wäre schmerzhaft gewesen für Blue. Grinz, solange du nicht brennst. Ja, funktioniert das gut. Der Beulenhelm auf Grinz, ja. Das ist ziemlich cool. Prügler. Dumme Attacke. Dumme Attacke. Besonders, wenn du nur ein Pokémon dabei hast. Ach, Grinz, du bist einfach nicht so wirklich stark. Kann das sein? Du bist einfach nicht so wirklich stark. Ha, wieder der Beulenhelm. Und jetzt, tschüss und Mann. Du wurdest von einem Grinz erledigt. Wunderbar. Frosty! Hat Frosty überhaupt jemals gekämpft? Ich glaube nicht. Das kommt noch, das kommt noch. Meine Auswertung der jüngsten Ergebnisse hat ergeben, dass ich zu 100% verloren habe. Oh, beinahe 3000 Poké-Dollar. Das ist gut. Nehme ich gerne an. Muss ich gegen sie auch kämpfen? Ja, los, Superhirn, kümmere dich um die Nervensäge. Danke für die Blumen, nichts lieber als das. Oh Gott. Los, Trainer, zeig mal, was du kannst. Natürlich, kannst du haben. Ich muss dich sogar zuerst ansprechen. Das ist vielleicht gar nicht mal dumm. Ich denke, wir sind okay. Wir sind okay. Kann ich den da auch nochmal ansprechen? Hallo, Superhirn. Okay. Erlaube mir bitte, mich vorzustellen. Mein Name lautet Aliara. Und wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls ein Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf einen Sachverhalt, dessen Tiefgründigkeit sich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Leidwesen wurde ich mit der recht profanen Aufgabe betraut, dich hier ungespitzt in den Boden zu rammen. Dann nimm deine Aufgabe bitte auch was zur Hölle? Dann nimm deine Aufgabe auch ein bisschen wahr, ansonsten wär's ein bisschen lame. Magnaien! Nun gut! Nun gut, nun gut, nun gut. Ja, ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Du beherrschst Feuerzahn. Bei einem Feuerzahn müsste Blue eigentlich in seiner Megaform aushalten, oder? Für den Fall der Fälle. Vielleicht lehne ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Steigungssieg! Der reicht natürlich noch nicht beim ersten Mal. Ah, Grimasse, du Vollidiot! Oder du Vollidiotin. Okay, Blue. Nochmal Steigerung 7 und das war's. Sehr schön. Sieht doch alles gut aus. Ja, du bist sehr stark. Ja, kein Zweifel, du bist sehr stark. Oh, über 5000 kriege ich von dir. Fantastisch. Ich muss irgendwann neue Klamotten kaufen. Ja, wer hätte gedacht? Was so alles in deiner recht banalen Hülle steckt. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Ja, und nun? Was jetzt? Nanu, du? Wer seid denn ihr? Ich glaube, ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Du hast es vor uns bisher geschafft. Und noch dazu diese rätselhaften Gestalten in die Flucht geschlagen. Gut, je mehr Leute Karas beschützen, desto besser. Das kleine Dankeschön heiligt dein Pokémon. Danke. Du und dein Pokémon-Team sind eine nahezu unschlagbare Kombination. Ich sollte das aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm das hier bitte an dich. Top-Genesungen. Danke, kann ich immer gebrauchen. Dank dir dürfte der Stromausfall in Illumina City nun der Vergangenheit angehören und das Tor zu Route 13 ebenfalls wieder begehbar sein. Bevor wir, die maskierten Helden, uns nun auf den Weg machen, möchten wir dir noch ein von Herzen kommendes Horewa zu hauchen. Okay, tschüss, ihr... Ja.
ihr maskierten Helden. Wir hinterfragen es gar nicht erst. Wir hinterfragen es gar nicht, sondern verschwinden. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der Typ, der mit den Sprudel verkaufen wollte... Ja, der verkauft es mir jetzt zur Hälfte. Zur Hälfte des Preises, ja. Statt 300 nur noch 100, obwohl es normalerweise 200 kostet. Danke. Ja, ich hätte ein bisschen mehr mitnehmen sollen, aber... Ich kann nur eins pro Kauf nehmen und das ist ein bisschen doof. Was jetzt auch doof ist, ist die Tatsache, dass wir hier immer noch auf dieser blöden Route unterwegs sind. Ein bisschen können wir uns hier noch umsehen, oder? Ein bisschen. Wie gesagt, dumm ist, dass der Schutz hier nicht funktioniert. Ja, hier gibt es noch solche Häuschen. Und jetzt passt auf. Die Tür zum Kraftwerk ist fest verriegelt. Du kommst da vorerst nicht durch, ja? Dieses vorerst hat so viele Pokémon-Trainer ja dazu bewegt, ein Mysterium zu glauben. Und zwar gab es ja damals legendäre Pokémon, von denen keiner wusste, wie man sie bekommt, ja? Und da dieser Ort hier nie zugänglich war und da steht, du kommst vorerst nicht durch, dachten sich viele oder glaubten an das Gerücht, dass sich hinter diesen Türen legendäre Pokémon befinden. Aber wisst ihr was? Leute, kommt näher. Ich verrate euch was. Tun sie nichts. Man kommt da nie durch. Das ist ziemlich verwirrend und scheiße. Das ist echt ziemlich dumm. Ist verschlossen, verriegelt, nicht zugänglich, fertig. Aber nicht, du kommst da nicht vorerst nicht durch. Nee. Ein bisschen doof. Aber gut, wollte ich euch kurz zeigen. Und nun... ist es an der Zeit zu sagen, das war's für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!